Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen im Frühstückstalk. Ich bin der Böber und ganz schön müde noch. Guten Morgen, Taiwanon, und vielen Dank für den Sub. Im 7. Monat, wow. Bald haben wir ein Cringe Twitch Baby. Hallo Schläfi, guten Morgen. Wie geht es euch? Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Und freut euch darauf, dass die nächste Woche kürzer wird. Jedenfalls in NRW. Das ist ja so ein lokales Ding. Denn da ist ja, was feiert man denn am 1. November überhaupt? Allerheiligen? Hallo Feierdriller, guten Morgen. So, natürlich zuerst in die Einstellung gehen. Bildqualität fantastisch. Geht es noch höher? Nein. Bin müde angepisst, TGIF. Oh je. Feiertag. Sehr gut. Ja, Dark ist ein Spiel, was einen, glaube ich, irreführenden Titel hat. Denn es mag gruselig klingen und anmuten, aber ist es wohl gar nicht. Und storymäßig ist wohl auch nicht so viel da, aber es gibt sehr viele Rätsel und es ist recht kurz, also quasi ein Spiel genau für mich. Guten Morgen, Andi. Das sieht aus, als wärst du auch wieder fit. Oder du bist aus dem Bett gefallen. Oder beides. Aber ja, sah auch gruselig aus. Ja, also Gewinn hat es ja schon gespielt vom Durchgespielt-Podcast. Und die meinte, es wäre halt nicht so gruselig, aber die spielt halt auch andere Sachen und sagt, die wären nicht gruselig. Von daher traue ich dem Braten nicht so ganz. Aber wir werden es sehen. Ja, ich bin sicher. Mal schauen. Okay, es ist gruselig. Das ist ja der Möpper-Simulator. Der ist ja fast genauso bleich wie ich. Die Zeit läuft rückwärts. Kann ich die Pantoffeln anziehen? Nee. Ach, ich habe schon Schuhe an, okay. Was ist das hier? Da ist was, aber ich kann... Oh, ich kann mich ducken. Und ich kann... Ah, mit X kann ich Sachen benutzen. Schon um 16:30 in den falschen Chat gepostet. Oh je. Okay, jetzt wird's in einer Traumwelt. Bist du wohl doch nicht so ganz fit, Andi. Ich habe im Trailer gesehen, dass man irgendwie an den Wänden hochgehen kann. Aber... Ah. Ah, ein bisschen wie bei Horus, ne? Sieht nicht so gesund aus, ja. Der geht vor Zorn die Wände hoch. Traumwelt, oder ist er gerade gestorben? Da bist du in einem Afterlife. Also ich habe eine Beschreibung gelesen und da steht wohl drin, dass wir in unseren eigenen Träumen gefangen sind, aber wissen, dass wir träumen und daher die Regeln der Physik brechen können. Und deswegen halt solche Späße wie an den Wänden laufen können. Machen können. Jeder mal die Wand hoch. Bullet time. Ja, genau. Der Spinnenmann. Tut, was immer ein Spinnenmann kann. Ach, das sah doch aus, als hätte ich da das Zahnrad mitnehmen können. Das ist auf jeden Fall ein Zeichentrickfilm, wo das, was sich, das Objekt, was sich gleich bewegen wird, ein bisschen heller ist als die anderen.
Also ich habe mich nicht erschrocken, ich hoffe ihr auch nicht. Ach, jetzt muss ich das hier. Achso, ich muss mehrere finden oder muss ich das an die richtige Stelle packen? So viele Schalter. Als ob du irgendwie drei Zahnräder brauchen würdest. Rätseln so früh am Morgen. Ja, bisher ist es ja relativ easy. Ach, das ist ein Schieberätsel. Oh, jemine. Wo muss der hin? Okay. Ich verstehe bei solchen Rätseln immer nicht. Also, ich muss ihn anklicken, den ich auswählen möchte, und dann muss ich noch bewegen, in welche Richtung er gehen soll. Aber eigentlich können die doch immer nur in eine Richtung, oder? Okay, never mind. Aber hätte man das so designen können, dass die nur in eine Richtung gehen und ich nicht? Das ist ein Controller-Spiel. Ja, genau. Ist es. Es geht aber auch mit Maus und Tastatur, glaube ich. Ja, WASD funktioniert. Und dann. Oh, ne, muss ich jetzt hier mit. Hä? Oh, wenn ich keinen Mauszeiger habe, ne? Das ist auch ganz schlimm. Tastatur. Tarnung. Oh, nee, so ein Spiel. Handlung, wer braucht denn Handlung? Okay, war gelogen, ich kann es entweder mit Controller oder Tastatur spielen. Und dann spiele ich doch lieber mit Controller. Intelligente Staubsauger und so. ja, intelligente Menschen. Das war auch wieder so ein Ding, was mich ganz schön auf die Palme gebracht hat. Mehr als ich zugeben würde. Dann nehme ich das Rad doch mal nochmal mit. Hier bringt es mir jetzt im Moment nichts, ne? Das erweitert ja nur die Kapazität, muss man nicht mehr drüber nachdenken. Achso, hier komme ich auch gar nicht weiter. Dann muss ich wohl runter. Ich verstehe auch nicht, wieso ich, um an der Wand lang zu gehen, nochmal eine Taste drücken muss. Und nicht einfach so rüber gehen kann. Aber vielleicht kommt da noch eine Stelle, wo ich das explizit machen können muss oder eben nicht. Ich steck doch da zwei Räder drauf. Hier? Das geht nicht. Ich brauche drei Räder, oder nicht? Wohin irgendwann? Ja, jetzt sei ruhig und lass mir mein Running Gag. hier würde ich ja gerne zwei Zahnräder draufpacken, aber ich brauche ja drei mindestens. Und das eine von da hinten, also das zweite,
komme ich ja nur dran. Also das kann ich zwar hier rausnehmen, aber dann komme ich nicht mehr zurück. Aber vielleicht ist da noch ein anderer Weg. Schmeiße in den Zahnrädern bauen die Sichlung. Ja, genau, das wäre schön. Wie bei Dingens. The Wild at Heart. So, kann ich hier den Schlüssel reinbauen? Nee. Nee, hier gibt's auch nicht noch was. Ja, toll. Da oben ist noch ein Zahnrad, das hätte ich gerne. Ohne Zahnrad hier hingekommen. Nee, mit diesem Zahnrad hier. Also wenn ich hier eins rauf mache, dann geht hier das Ding wieder hoch. Der horcht sich an der Wand. Immer nur an dieser hier. Das heißt ja nur, dass ich da hochgehen kann. Warum heißt es nicht Räderzähne? Ja, weil es kein Zahn ist, sondern ein Rad. Ein gezahntes Rad. Keine geräderten Zähne. Mann, Feiertag, da muss ich hier alles erklären am frühen Morgen. Genau, weil ein Zahnrad viele Räderzähne hat. Ja, das ist sogar korrekt. Also die Zähne von einem Zahnrad sind ja die Räderzähne, oder? Flugscheißer hier. Ja, ja. Das ist genau das, was ein Troll sagen würde. Das war doch nur ein Witz. Ich meinte das doch gar nicht so. Kommst du jedenfalls an die Decke? Ja, mir ist auch ein bisschen kalt, ne? So eine Decke wäre jetzt verkehrt. Nee, Achso, wenn ich hier zumache, kann ich hier hoch? Ah! KLUK. So, dann kann ich den hier wegnehmen. Und hier auch hoch. Müsste Zähnerrad heißen. Da wusste ich sogar mal, wie das heißt, wenn man da so einen Buchstaben dazwischen macht. Fantasiewort. Nee, das ist, ein Binnen-Irgendwas. Das E dazwischen. Geriet unter die Räder. Achso, der Plural, ja. Binnen-E. Ja, nee, das ist zu einfach. Habe ich nicht aufgepasst. Aber ist richtig. Aber einfach mögen wir nicht. Das ist ja cool. Also eigentlich ist es super simpel, aber die Idee gefällt mir sehr gut.
jetzt wieder der Totenkopf, aber der ist ja auf der anderen Seite, ne? Da muss ich zurück. Ach, und dann wird er nicht nochmal ausgelöst, okay. Einfach mögen wir nicht. Unter seinem Staubbauer dazu, wie er Krümel vom Frühstück wegsaugte. Das ist ja nicht unbedingt einfach. Lästig und schwierig sind ja zwei verschiedene Dinge. Selber saugen ist auch nicht schwer. Spin me right round like a record. Oh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Naja. Hauptsache. Was ist das denn? Boah, gut, dass ich das nach dem Aufstehen spiele und nicht vorm Schlafen gehen. Eine Stehlampe. Eine Schießlampe ist das. So, wir haben nun drei Zahnräder, oder? Es ist halt bescheuert, also, dass ich zum an die Wand hochgehen den Knopf drücken muss, aber an der Wand runtergehen, das geht einfach so. Was haben die sich dabei gedacht? Muss ich die Welt drehen oder geht das automatisch? Ne, da geht's automatisch, aber wenn ich hoch will, dann muss ich drücken. Also wenn ich jetzt hier runter gehe, das geht automatisch. Aber vielleicht liegt das auch an der Rotation, dass man die so rum, wenn es nach innen geht, vielleicht besser verträgt, als wenn man hier die Wand hochgeht. Also andersrum. Nichts haben die sich dabei gedacht, wer macht sich schon Gedanken bei der Entwicklung? Ultimate-Modus rein, Microtransactions dazu, fertig. Ja. Oder Battle Royale-Modus. Die drehen doch gar nicht, sie greifen in nichts hinein. Mann. Ciao. Alles muss eine Zombie-Horde und ein Battle Royale muss haben. Ja. Das ist korrekt. Mit dem rechten Stick bewegen können wäre auch cool. Dann kann ich es komplett mit einer Hand spielen. Während ich Kaffee reinlaufe. Ach, jetzt bin ich wieder. Ach so, erste Level geschafft, oder wie? Trink den Kaffee mit der anderen Hand. Ja, da muss ich doch X drücken und A, damit ich mich drehen kann. Ich brauche ja beide Hände. Ich muss ja nicht nur laufen.
Ach, das ist ein U-Bahn-Schacht. Was mit einem Schlauchboot voll Kaffee und einem Strohhalm? Oh! Ja, oder generell ein Strohhalm einfach, ne? Das spielt keinen mächtigeren Linkshänder-Modus. Warte mal, vielleicht kann ich ja sogar in den Einstellungen wirklich was umstellen. Aber, nee. Das verstehe ich auch immer nicht. Warum kann ich mir das für die Tastatur komplett neu konfigurieren und alles auf eine andere Taste legen, aber beim Gamepad nicht? Was haben Sie sich dabei gedacht? Malle Kaffee. Ach, da brauche ich einen Vogel für. Okay. Versuchen wir das. Nein. Guten Morgen. Hallo Piki. Einen wunderschönen guten Morgen. Sie hätten Ihre Belegung für so perfekt, dass keine Änderung nötig ist. Ja, es ist die Intention der Entwickler. Die Vision und die, so muss ich das Spiel ja auch spielen, ne? Deswegen gibt's auch keinen Easy Mode. Apropos perfekt, mein Piki. Ja. Oh, alte Uhr. Neuen Gegenstand gefunden. Hahaha. Oh, also es ist schlimm. Jetzt bin ich ja noch in so einem Modus, wo ich alles... Egal. Nicht meckern, spielen. Ist doch bestimmt... Achso, ach, jetzt kann ich hier an die Decke gehen. Und mir die Räume nochmal auf der anderen Seite angucken. Ja genau, alte Uhr, neuer Gegenstand. Was ist denn da jetzt richtig? Streichholz? Komischer Begriff für eine Geige. Holzstreich. Das ist ein Pinsel. Oder? Achso, nee, ich kann hier auch nochmal gucken. Oder war ich hier schon? Nee. Ah, okay, hier gibt's auch nicht so viel. Brücke aufgemacht habe. Nee. Doch einen weiter. Ah ja, genau. Puh. Ich
Kann ich das anzünden? What? Okay. Buchstabe T. Es ist die Rain Station. Also ich wusste natürlich, dass ich die alte Uhr da hinlegen muss, weil die passt ja genau. Duh. Und da wärt ihr sicherlich auch direkt drauf gekommen, oder? Also hier runtergehen bringt mir gar nichts. Na gut. Ach, das T kann ich bestimmt jetzt als Hebel benutzen für den anderen Schalter. Das ist wahrscheinlich eine Metapher für ein uralter Zeichen. eine Metapher für die Zeit heilt alle Wunden. Oder weil es dann überbrückt wird. Aber ich frage mich, ob es wirklich so gut konzipiert ist, wie ich dachte, oder ob ich jetzt einfach nur Glück habe, die Gegenstände in der richtigen Reihenfolge gefunden zu haben. Weil wenn ich da jetzt suchen müsste, weil ich irgendwo nicht weiterkomme, das würde mich mega nerven. Jetzt frage ich mich halt, ob ich nur Glück hatte, das alles richtig zu finden, oder ob das Spiel mich halt wirklich so in die richtige Richtung immer stößt. Guten Morgen, Joghurt. Hi. Einen wunderschönen guten Morgen. Das eiskalte Händchen. Traum im Traum jetzt, Inception. Nee, ich glaube, wir sind gerade aufgewacht wieder. Und gehen dann immer ins Bett zurück. Und dann startet der neue Traum. Geil. Jetzt brauche ich noch mehr Hände. Gut, der hat sich hingelegt. Ja, aber ich bin doch aus dieser Traumwelt. Achso, meinst du wirklich? Wem du heute die Hand geben musst. So fing's an, ne? Okay, ich gucke erstmal, was hier noch sonst noch ist. Okay, kann ich nichts machen. Ach, ich kann auch rennen. Ah. Das Spiel gerade um 50% beschleunigt. Wenn das alles wackelt. Oh. Achso, nee, da wollte ich ja rein. Was geht jetzt nicht? So. Das gleiche. Easy. Shit. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nein. Es ist genau falsch rum wahrscheinlich jetzt, ne? Kacki. Jetzt kann ich doch einfach über alle zweimal drüber gehen, dann müsste es doch aufgehen, oder? Ja. Easy, wie gesagt. Das ist ein Elefant hier. Türe.
Okay, der kann sich umdrehen. Elefanten-Zombie-Horde, ja. Elefantastisch. Zumbo. Sehr gut. Wobei der jetzt gar keine Ohren hatte, ne? Ach, guck an, da liegt eine Hand. So, jetzt können wir das zweite Händchen abgeben. Leute, ich bin gut drauf. Ich habe frei und es ist das Finale der SWR 1 Hitparade. Oh! Bei WDR 4 ist heute auch Hitparade. Die Top 444. Und da läuft auch den ganzen Tag richtig geile Musik. Ist SWR 1 vergleichbar damit? Noch Radio wie so ein Höhlenmensch. Jetzt würde ich mich selbst damit beschäftigen, meine Playlist zusammenzustellen. Dafür habe ich keine Zeit. Da habe ich meine Leute für. Wenn ich eh schon GEZ bezahlen muss, dann will ich das auch nutzen. Wenn du wüsstest. Parade seit Montag die Top 1058. Wow, krass. Ist auch geil, dass ich diesen Schalter hier hoch und runter machen kann und dafür keinen Indikator hatte vorher. Nicht die super motivierten Moderatoren von FFH und so weiter höre, vergib mir die. Ah. Dann lieber den super motivierten Möpor. Möpivation. Ach, ich kann. Ah, ich kann in jede Straße von zwei Seiten rein. Jetzt raff ich das. Für Nerd kommt da richtig geiler Classic Rock und Metal. Ah, sehr gut. Ja, bei WDR 4 da laufen meist Oldies. Also 60er, 70er, 80er. Und da bin ich ja sehr empfänglich für. Und ich glaube, da war jetzt gestern ging's los. Ah, Autoschlüssel. Oh, da steht doch ein Auto. Das Beste von heute, ja. Das
Das glaube ich ja. Wobei so ein paar komische deutsche Singer-Songwriter-Lieder sind da auch mit bei. Öpi erzählt man früher. Ach, hier ist doch bestimmt auch noch was auf der anderen Seite. Klassischer Kurbelmotor. Oh ne, doch nicht eine Autobatterie. Und sowas hier, ein stumpfes Zieh- und Zupfkapelle, Linsengericht. Ach du meine Güte, das. Ne, da bin ich dann doch wieder raus. Ne, das hier haben wir ja. Ich glaube nicht, dass da noch was drin ist. Ach, hier muss ich doch bestimmt die Autobatterie anbringen. Achso, nee, das geht gar nicht. Ich messe. Achso, da ist ja noch ein Auto. Aber das braucht keine Batterie. Was ist das hier noch für ein Gerät? Ach, hier war doch dieser elektrische Stuhl, der braucht bestimmt die Batterie. Ah. Was will es denn überhaupt von mir? Okay. War ein komischer Rätsel. Aber naja, das tut man nicht alles für eine abgetrennte Hand. Das war noch nicht die letzte, oder? Doch. Nee. ach, die Kurbel, die kann ich bestimmt hier auf dem Friedhof noch anbringen. Deswegen kippt er auch die Mülltonne um. Damit ich dann nur aus der einen Richtung rein kann. Das ist ja auch clever. Hab's übrigens gemacht, also mich töten lassen, damit ich hier schneller durchkomme. Weil niemand hat Zeit zu warten, bis es nach links läuft und dann wieder nach rechts durch ist und dann wieder nach links zu laufen. Oh, super, dass sich das von selbst kurbelt. Ein Uhrzeiger. Wo soll ich den denn benutzen? Geht das auch jetzt? Ah, ne.
Schade. Nein, jetzt muss ich doch fahren. Wo kann ich den denn noch benutzen? Mir fällt jetzt nur dieses Ding noch ein, wo ich die Hände reinbauen soll eigentlich. An der Uhr. Ah, so. Aber haben wir denn noch eine? Die kommt erst noch. Meinst du, kommt Rad, kommt Zeit? Hier war ja das Auto. Der Autowagen. Wie war das alles? So, hier sind wir auch durch, ne? Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Drohst du mir gerade? Ach, hier, diese Hampelmänner, die habe ich noch nicht benutzt, ne? Genau. Die Sachen sind echt komisch, wie Leute früher sagten. Natürlich. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Ach so. Das war ja einfach. Genau, der Knüppel muss in den Punkt. Aber ist auch ganz logisch, dass solche Mechanismen überall versteckt sind, wo dann abgetrennte Hände rauskommen, ne? Kennt man ja. Wie im echten Leben. Meter Hand, ja. ich würde trotzdem mal kurz Pause machen. Einmal nach meinem neuen Kaffee zapfen. Wie so ein Höhlenmensch, weil das Gerät, was den Knopf drückt, die Batterie ist leer und das ist so ein ganz komisches Format. Das ist sehr ärgerlich. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich diese Batterien herkriege und bis dahin muss ich meinen Kaffee wieder selber machen. Oh Mann, ey, ich fühle mich echt wie in der Steinzeit. Pause erst. Merke ich immer erst, wenn ich hier 5 Stunden Stream beendet habe, dass ich nie eine gemacht habe. Dafür gibt es ja einen Bot.
Eigentlich hast du nicht den zweiten Schalter, der brach lag. Ja, dachte ich auch, aber der ist auch leer. Also der war ja auch connected die ganze Zeit. Und das Drücken selber scheint gar nicht so viel Energie zu kosten. Also so viel mehr. Ich habe nicht aufgepasst, was für Batterien brauchst du. Das sind Panasonic P2 oder P3 irgendwie heißen die. Also nicht die normalen. Jetzt verstehe ich den auch, ja. die sind so dick wie eine Doppel-A-Batterie, aber nur ungefähr zwei Drittel so lang. Und das hat mich schon geärgert, als ich den zusammengebaut habe. Dachte ich, boah, was ist das für ein scheiß Ding? Aber da kümmere ich mich drum, wenn es soweit ist. Jetzt ist soweit und jetzt ärgere ich mich. Naja. Kurze Pause. Du brauchst halt auch eine abgetrennte. Stimmt, ja. Das ist korrekt. So, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Was ist hier los? Also Facebook hat sich umbenannt. Ja, genau, der Konzern. Bin ich gespannt, was daraus wird. Das Metaverse ist ein cleverer Name auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was das so gibt. Ein bisschen wahrscheinlich schon was an, die sagt, dass er nicht mehr steht bei Made by Facebook und so, weil Facebook einfach einen schlechten Ruf hat mittlerweile. Bei vielen. Und wenn da halt nicht mehr Facebook steht, sondern was anderes, dann geht das, glaube ich, schnell aus den Köpfen wieder raus. Ach, witzig, jetzt bin ich eine Ebene weiter hinten. Ja, bei Google sagt ja auch niemand Alphabet, genau. Das ist halt auch so komisch. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Oh, das ist ganz schön viel um die Ecke denken jetzt. Na, hallo. SnakeNet? Ja. Da muss ich nicht Schlange überlegen. Guten Morgen, Day-Day. Achso, kann ich hier jetzt auch vielleicht rumgehen und auf dem Boden lang gehen? Nee, ne? Ach, da muss ich irgendwas hinschieben. Erstmal noch schauen, was hier los ist. Ah. Ah. So nämlich.
ich die da rausholen oder so? Ja, Glühbirne. Bienenglüh. Wie der Feierdriller sagen würde. Achso, der hat immer noch keinen Strom. Ach, guck mal, hier steht auch wieder ein großes Streichholz. Ah, witzig. Ach, da kommt die Stromleitung her. Ah, okay. Dann bin ich, glaube ich, eine Idee am haben. Da ist er zu. So, reicht das jetzt schon bis auf die andere Seite? Um dort auch die Tür zu öffnen. Ah. Gut, dass ich so schlau bin. Gut, dass ich eine Glühbirne dabei habe. Ja, wie? Schlau, ja, ne? Okay, das heißt, hier muss ich erst irgendwie vorher noch was anderes machen. Ach, bestimmt gibt es irgendwie einen Requisitenraum oder sowas. Wo ich dann mich verkleiden kann, dass ich so aussehe wie die. Und dann tun sie mir nichts oder so. Wo führt denn dieses Kabel hier eigentlich hin? Achso, hier war die Schlange, genau. Aber mehr geht hier auch nicht, ne? Wenn ich das so mache, dann geht es da wieder auf. Aber da habe ich ja auch nichts von. Also schon. Aber hier müsste ich eigentlich... Ah ne, da kam auch nur das Dings raus, ne? Und mehr ist hier auch nicht. Ich so mache, ja. Geht hier der Strom an? Genau, das hier war nur dieser Schalter. Der fährt ja das Teil hier hin und her. Oh, vielleicht kann ich da die Schlange reinsetzen. Nope, da geht gar nichts mehr mit. Aber da haben wir die Glühbirne rausgeholt, okay.
Bei irgendwas muss es doch noch bringen, wenn ich hier anmache. Hier noch einen Schalter oder so übersehen oder kann ich hier noch irgendwie an die Decke? Na, hier ist jetzt auch zu. Mal zurück. Automatisch laufen wäre auch cool. Dass ich nicht mehr den Stick reindrücken muss. Zurück. Auf die Seite und dann kann ich jetzt rechts noch mal schauen. Also hier ist das Kabel, was unten zu dem Dings hier hingeht. Ja, hier kann ich leider nichts verwenden. Mache ich die Glühbirne rein, aber dann kommen die sofort und ich kann nichts mehr machen. Ne? Ah, da rechts an der Wand war ein Schalter. Kann ich den erst noch drehen vielleicht? Nee. Schade. Die Schlange kann ich da auch nicht reinmachen, ne? Ja, jetzt ist die Community gefragt. Der Andi kann was. Das stimmt. Der hat ja eben auch gesagt, dass ich an die Decke kann. Rechts, links, geradeaus. Ja, oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts. BA Start Select. Ah, jetzt war der Cheat für 30 Leben. Das bringt mir hier auch nichts. Also hier kann ich halt nichts mehr machen, wirklich, ne? Ich kann mit dem Ding hoch und runter fahren. Aber das bringt eigentlich nichts. Hier kann ich nicht rein, da fährt nur der Schalter hoch, mit dem ich oben diese Lampe nach links und rechts fahren kann, die ich aber auch nicht mehr benutzen kann, weil ich sie schon ausgebaut habe. So. Was mich noch ein bisschen verdutzt, ist halt dieses Ding hier. Weil ich nicht weiß, wo dieses Kabel hingeht. Jetzt hoch und dann ist da diese Schlange. Die habe ich ja hier rausgeholt. Aber die kann ich nicht verwenden. Platz 94, Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York. Oh, geiler Song. Also ein Schluck Kaffee, vielleicht hilft das ja. Na 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 na. Hast du deine Schlange rausgeholt? Dafür brauche ich mehr Pegel. Ja, nu.
Also es muss ja auch irgendeinen Grund geben, dass ich das von hier aus noch bedienen kann. Schwierig, pupierig. Muss es? Ja, aber das wäre ja Quatsch sonst. Ja, wobei. Ich weiß auch nicht, wie viele Gedanken die sich bei diesem Spiel grundsätzlich so gemacht haben. Ich kann ja mal ausprobieren. Den wieder umzudrehen. So. Jetzt hier hochgehe, ist da oben zu, ne? Ja, zu ist die Tür. Der kann aber nicht an der Wand horchen. Mist. Keine Ahnung, was ich hier benutzen können soll. Beim Spiegel. Also mir kommt auch nichts in den Sinn, was ich noch irgendwie, also grundsätzlich, außer halt dieses Kostümgedöns. Aber ich habe ja nirgendwo Zugriff auf Kostüme oder so. Das Einzige, was ich benutzen kann, ist hier dieses Ding noch. Aber das ist halt der Schalter, den ich am Ende auslösen muss, damit das Level beendet wird, denke ich mal. Hier sind auch nur Türen, wo ich nicht durch kann und auch sonst nichts, womit ich interagieren kann. Benutze ihn, um in die Spiegelwelt zu kommen. Tö. Hier war die Schlange. Das macht mich ja schon ein bisschen fuchsig jetzt. Boah, weh, ich kann da jetzt irgendwie, wenn ich geduckt bin, da rein oder so. Nee, okay. Was habe ich denn noch für Tasten? Vielleicht weiß ich nur irgendwas nicht, was ich noch machen kann. Bewegen, Tarnung. Achso, das ist ducken. Wandgang, Handlung, ja, pausieren. Inventar. Achso. Platz 93. Oh, Ärzte mit Westerland. Auch geil. Wobei es mir da, glaube ich, jetzt gerade noch ein bisschen zu früh für ist. Mag vielleicht jemand in der Lösung nachgucken? Ist das richtig eine Idee, was ich hier noch ausprobieren würde? Habe ich nämlich nicht. Hier ist auch kein Schalter, dass ich hier nach unten komme oder so, ne? Schon überlegt, ob ich nicht. Und dann die Birne rein. Ah, das könnte. Aber. Also Tarnung ist halt auch nur ducken. Aber ich versuch's mal. Ja, mit dem Spiegel kann ich halt nichts machen. Das ist. Hallo Pnio, guten Morgen.
Hier ist auch nichts anderes, wo ich vorher noch irgendwie was mitmachen kann, ne? Also ich weiß halt, hier rechts ist der Schalter, den sieht man, wenn man wenn das Licht gleich angeht. Da muss ich einmal dran drehen danach. Und dann geht das. Ich schraub einfach die Schlange da rein. Ja, das geht ja nicht. Das wäre ja cool. Also irgendwie muss ich die Schlange wahrscheinlich hier loslassen, dass die da die Viecher vertreibt, aber will er nicht. Oder mich in die Schlange verwandeln oder so. Erst in den Schalter drehen geht auch nicht. Also der wird mir hier leider nicht angezeigt. Schlange mit Glühbirne kombinieren irgendwie. Geht das? Nee. Bin nebenher am Arbeiten. Ich höre die ganze Zeit Schlange. Ja, nicht, dass hier schlangweilig wird. Vielleicht habe ich hier doch irgendwas übersehen. Ich verstehe es nicht mal mit Lösung. Einmal anstellen, wie so ein korrekter Deutscher, ja. So, vielleicht kann ich da die Schlange reindrehen und dann nach rechts rüberfahren. Aber dann bringt mir das auch nichts, ne? Was ist ja auch kein Hotspot mehr. Da kannst du die Birne rein. Da habe ich die Birne rausgeholt. Also da war die erst drinne. Und dann habe ich sie da rausgeholt. Aber damit kann ich auch nicht mehr interagieren irgendwie jetzt. Deswegen bin ich hier wahrscheinlich fertig, würde ich sagen. Wobei sich mir nicht erschließt, warum ich jetzt noch diesen Aufzug hier benutzen kann. Kann ich da, wenn der oben ist, kann ich da noch runter vielleicht? Nee. Dass ich da drunter irgendwie was machen muss oder so. Das ist jetzt gerade nicht so zielführend. So, aber ja, so ist richtig. Ich komme oben aber auch nicht in den Raum. Moment, vielleicht komme ich in den Raum rein. Das probiere ich mal. Wenn da kein Strom dran ist. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Es soll rechts einen Raum mit roten Platten auf dem Boden geben. Nö. Oder sind hier welche? Nope. Guten Morgen, Krabbe. Hello. Also meine Idee wäre, in den Raum reingehen, die Birne reindrehen, wenn noch kein Strom da ist. Und dann rausgehen und den Strom anschalten. Kannst du mit dem Aufzug runterfahren? Nee, ich habe gar keinen Aufzug. Achso, ach, den da hinten meinst du? Nee. Den kann ich nur auslösen und dann fährt er automatisch hoch oder runter. Außer ich muss in die Richtung drücken, dass er nach unten fährt, was super kacke wäre. Aber nicht auszuschließen.
Kann ich auch nicht an der Wand hoch? Hier kann ich lang. Ja, aber hier ist dann halt auch nichts mehr. Aber nochmal zu meinem Plan zurück. So, jetzt ist... Oh ne, hier ist falsch gedreht. Es ist auch ein bisschen doof, dass die sich entgegen des Uhrzeigersinns drehen. Also, wenn ich nach rechts drücke, dreht sich das Ding quasi gegen den Uhrzeigersinn, was auch ein bisschen unintuitiv ist, finde ich. Ach, warte. Ja, ich warte eh. Ist ja da im falschen Level. So, hier würde ich gerne den Strom abschalten jetzt irgendwie. Dreh den Strom um, ja. Ach, dafür ist... Nee. Meinst du, wenn ich so mache, ist hier auch offen? Und dann kommt er aus der anderen Richtung. Nee. Der Ebene. So, ja, ja, ja. Rammstein mit Deutschland. Das kenne ich gar nicht. Zurück, ja. Bin ich. Ich gehe hier nochmal an der Wand hoch. Geht nicht weiter rechts. Nee. Ich kann mal versuchen, das Ding zu drücken. Nope. Also von hier bin ich ja, glaube ich, auch gekommen am Anfang, oder? Sonst warte, dann starte ich das Level einfach nochmal neu. Oh. Ich gucke ein Video, Moment. Oh, danke schön. Ja, Dark Krabbe, es geht um die SWR Top 1058. Ich weiß aber noch nicht, was hier unten dieser Schacht soll. Ist halt auch irgendwie... Sieht das so aus für mich, als sollte ich damit irgendwas machen können, aber... So, nach links und rechts kann ich diese Schalter nicht benutzen, nur vorne und hinten. Hm. Und ich verstehe halt auch immer noch nicht den Nutzen... Warum ich das von der Wand aus drehen kann. Okay, wild, Moment. Ja, okay. Ja. Ich höre. Okay, geh wieder in den großen Raum. Du meinst den Startraum hier? Schalter.
Ja, oh, stay hydrated, ja. Strom drehen. Ja. Schalter, ja. Jetzt nach rechts. Ich gehe einfach schon mal. Aber hier ist er zu. Also den nach da zu leiten, wie er jetzt ist, bringt halt gar nichts. Hat zwei Schalter, einen für Strom, einen für Szenenwechsel. Ja, aber ich glaube, mit Schalter meint Fire schon den Schalter und den Strom, sagt er immer Strom. Jetzt für den Schalter und sofort den nächsten. Oder diesen hier meinst du, meinst du den nächsten? Eigentlich sollst du noch weiter zurückgehen damit. Ach so. Also hier kann ich nicht noch weiter nach hinten. Ja, ist ja natürlich geil. Wow. Was ist das denn für ein Abfuck? Wie soll man da drauf kommen? Und das geht nur, wenn der Strom nach links geht? Oder geht das immer? Oh Mann. Ich war gerade anders. Was hast du jetzt anders gemacht? Nichts. Ich habe hier den nach hinten benutzt. In einer WhatsApp-Konversation zwischen Fire und Möper während einer Sprache nach ihm benutzt. Oh, ja. Oh Mann. Also die Treppe kann ich gar nicht benutzen. So, meine Güte. Also doch Bedienerfehler. Jau. So, und die kann ich jetzt vom Spiegel anziehen. Ja, aber das hätten die doch ein bisschen besser darstellen können, oder? Also klar, da unten ist diese Kante, aber die ist halt immer da. Und es ist ja auch kein Indikator irgendwie, dass hinter uns das Level weitergeht. Zumal wir das auch noch nie hatten. Ah, oh Mann, ey, das ist sehr ärgerlich. Oh, nee, hä? Ach so, hui. Aber danke, Feier.
Da wäre ich nicht drauf gekommen. Wie viel kommt denn da eigentlich jetzt noch? Weiß man das? Also ich habe so ein Gameplay-Video gesehen, also gestern, als ich den Trailer runterladen wollte, ich gesehen, da gab es ein Complete Game-Video in einer Stunde. Das war schon ein bisschen frech. Ach, spring, auf einmal kann er springen. Ja, super. Ich muss mal zur Arbeit. Viel Spaß. Alles klar. Viel Erfolg dir und bis demnächst mal. Müsste jetzt das Vorletzte sein. Ah ja, okay. Das Spiel sieht schon echt gut aus für ein quasi Ein-Mann-Projekt. Ja, das stimmt. Also die Idee dahinter gefällt mir auch, aber so ein paar Sachen sind halt eher unglücklich gelöst. Dann schaue ich hier doch erst. Oh. Ist ein Hotspot? Ach, da muss ich auch was benutzen. Ach, witzig. Wäre wahrscheinlich auch zu einfach gewesen. Dann schauen wir mal weiter, was uns dieser Zug noch zu bieten hat. Ah. Oh no, ein Schieberätsel. Okay, ein. Achso. Da fehlt irgendwie Strom. Ja. Offenbar habe ich doch irgendwo noch Gegenstände übersehen. Also da soll ich irgendwas reinpacken. Das soll ja wahrscheinlich, damit die Maschinerie angeht. Ob wir überhaupt Strom haben will, also aus dem Generator. Da soll auch was rein. Da auch. Wo ist der Ding jetzt hier hin? So, kann ich hier noch nach rechts? Nee, ne? Vielleicht war weiter vorne noch was. Oder ich kann hier noch weiter nach hinten. Ja, jetzt weiß ich ja, dass das geht. Wenn da bestimmte Hunde drauf wären, wäre es dann ein Schieberrätsel. Oh, da kann ich doch bestimmt hier hinten, wo ich das machen musste, auch noch mal weiter erkunden, oder? So, ne, hier geht nur noch da. Gut, aber mit dem Schlüssel kann ich damit irgendwas Cooles machen.
Schlüssel, ja, okay. Wahrscheinlich kommt damit an den Schrank dran. Der hier war, ne? Genau. Korkenzieher. Der leitet bestimmt Strom, oder? Wie? Nee. Oh, kurz strecken. Es ist ein bisschen früh heute. Kurzstrecken, hahaha. Ein Kurzstreckenzug ist das. Oh, es ist hier bestimmt eine Flasche runtergefallen oder so. Die ich mit dem. Nee. Oh, das hatte ich eben komplett übersehen. Isolierband. Aha. So, konnte ich hier noch weiter? Nee, ne? Ich bin so ein bisschen jetzt irgendwie an dem Punkt, wo ich einfach nur Sachen miteinander kombinieren möchte, um zu gucken, ob es geht. Das ist ja auch nicht so das Wahre, oder? So. Achso, ah. So. Ein Spielzeug. Ich habe doch das Spielzeug klar 1, 2 und 3 noch gar nicht. Wie geplant. Ja, ja.
Haben die wohl solche Hände, damit die, die Animation die gleiche ist wie von der abgetrennten Hand vorhin? So, da geht noch bis hier hin. Na klar. Klar doch, mit dem Kran. Ja. Die ist noch wach, sehr gut. Ach, Mist. Ich muss leider immer kurz was am Handy beantworten. So. Sie frisst hier meine Kohlen. Mit Triggersprüchen immer, ja. Ich bin ein Kranhänger. So. Achso, hier kann ich doch bestimmt auch erstmal noch gucken, ne? Ich messe. Ich kann nur kurz reinschauen, muss zur Arbeit, aber hallo, guten Morgen. Hallo Psils. Schön, dass du da bist. Ging ja schnell. Oh, da lag noch was. Na, wie ist es? Es geht. Also ich mag die Idee von dem Spiel richtig gerne. Ach, es geht ja schon. Ach so, jetzt ist der Strom da an der Wand gewesen. Ach so, da hätte ich... Ah! Mist. Ach so, jetzt muss ich... Ah! So. Schon auch ein bisschen cool. Oh no. Und am Ende kommt dann raus, dass ich da noch ein Item brauche, was mir fehlt oder so. Ja,
Jetzt hat die Spielfigur quasi eine leitende Position, ne? Nein, ich muss ja. Ah. No. I was too slow, oder? Auf jeden Fall ein spannender Beruf. So eine Energieform, die da langsam das Kabel kriegt. Mist. Aber ich habe jetzt immer noch vercheckt, wo ich als nächstes hin muss. Da rennt er durch. Und dann hier einfach? Nee, oder? Ach egal, ich versuche einfach nochmal. Hier Kriechstrom, ja. Deswegen geht er halt auch weiter noch, wenn wir, ne? Das Kabel ist jetzt ja theoretisch wieder unterbrochen. Ich da unter der Decke. Wie komme ich da hin? Indem ich hier noch einen weitergehe. Noch einen. Nee, hä? Da war ich doch eben schon mal. How goes it? Das ist immer ein komplizierter Weg. Ob ich das nochmal hinkriege? Okay. Oh. Warte mal, ich gehe erstmal hier nochmal rechts zum Dings und mach da die Kohlen rein. Gibt es nämlich bestimmt was, was ich dann irgendwie weiterverwerten kann. Ach so. Spielzeugklavier kommt da rechts bestimmt auf diese Platte drauf. Joa, das sieht doch gut aus. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Naja. Kriechstrom.
So, und jetzt so. So, und noch ein. Und dann hier rüber. Dann geht er hier. Ah, so. Bin ich mal gespannt. Ja, cool. Da hätte ich wohl noch irgendwas reinbauen müssen. Toll, ey. Muss ich wohl irgendwie noch eine Bombe basteln. Sehr gut. Nee, Mist, hier ist ja gar nichts mehr. Guten Morgen, Kaizo. Hi. Ach, wie ätzend, jetzt starte ich wirklich wieder hier. Ich dachte, ich würde wenigstens rechts starten, dass ich das speedrunnen kann. Aber so? Nee, 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 nee. So hätte ich nicht gedacht. Also, ein Teufelskreis. Mal schauen, ob ich hier irgendwie was einsammeln kann. So, nee, kann ich nur ablegen, ne? Die Kohlen. Und die habe ich ja reingetan, da kann ich sonst auch nichts mehr machen, ne? Nee. Und die Tür zumachen oder so? Nee, geht auch nicht. Dann muss ich nochmal nach dem Klavier schauen. Da muss ja irgendwas jetzt hier. Achso, wenn ich jetzt den Raum drehe, dann. Oh, ist das vielleicht. Ah! Okay, das ist cool. What the what? Das möchte ich nicht. Ach, ich kann hier auch an die Decke. Hier war ich aber schon mal, ne? So, ne, so. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie an der vorbeikomme oder so. Das ist schon ein bisschen arg ekelig, oder? Immerhin trägt sie eine Maske.
Dynamite. Ciao. Ja! Habe ich Dynamit jetzt trotzdem? Nee. Kackspiel. Ich bin doch geschlichen. BDW finde ich witzig, wie du sagst, es sieht aus wie Horror, ist aber Rätsel. Also Gewinn hat gesagt, das ist überhaupt nicht gruselig. Die Olle ist schon echt, ja, die ist stimmt. Schlimmer ist, ich habe ja vorgestern, nee, Dienstag, Texas Chainsaw Massacre 2 geguckt. Und da gibt es eine ähnliche Figur. Das war auch super ekelhaft. Also überhaupt bei Texas Chainsaw Massacre, die Szenen am Tisch, wo sie am Essen sind, ist immer super unangenehm. Warum sitzt sie überhaupt im Rollstuhl, wenn die eh rennen kann? Was soll das? Tschüssing. Ich verstehe nicht, ist super yummy, was die da essen. Darum, also das ist halt, also das finde ich nicht mal das Schlimme. Und einfach wie die Leute sich verhalten, wie die dargestellt sind und so. Das ist, boah, ganz großes Schauspiel, aber super ekelhaft. Na, wobei nicht ekelhaft, aber richtig, richtig unangenehm auch einfach. Jetzt weiß ich, wie ich mich fühle, wenn du Zitronenrolle isst. Oh Mann, das war fies. So. Und jetzt noch einmal, jetzt zack. Aber ja, du hast schon recht, gewinnen darf man das nicht glauben. Weil ich finde es eigentlich angenehm, weil hier ist nicht so diese konstante Furcht, dass irgendwas Schlimmes. Nein, zu früh. Gruseliges passiert, sondern es ist halt nur so stellenweise. Jetzt musst du sagen, ihr teilt euch doch irgendwie was. Überhaupt nichts anderes an die. Achso. Doch, doch. Wir wollen jetzt Zitronenräume in der Kettensäge essen. Nur so ein Besteck. Schlüssel, Mann. So. Hallo.
Yay. Warum sollte ich jetzt zumachen? Wie fies ist. Oh, oh. Scheiße. Oh, das ist super ekelhaft. Oh nee, Alter, das ist. Boah. Das ist richtig geil gemacht. Puh. Das fand ich cool. So geht guter Horror. Boah. Wie gemein, ja. Auch total cool. Was habe ich jetzt gefunden? Auch Feuerzeug. So viel zu nicht gruselig, ja. Es ist für mich genau das richtige Maß an Grusel. Alles klar, Piggy. Schönen Tag noch. Komm gut ins Wochenende. Und so weiter. Ach, du hast ja gar kein langes Wochenende, ne? Geschafft. Ich würde sagen, wir machen trotzdem noch mal kurz Päuschen. Der Kaffee drückt nämlich so langsam. Und wie unangenehm. Ja. Puh. Der Druck ist weg. Ich will den Clip-Titel aufheben sollen. Vielleicht. Ja, jedenfalls kurz Pause. Und dann geht's gleich weiter. Weiter geht's. Puh, fortfahren. Ich glaube, wenn wir Fire Driller glauben können, ist jetzt schon letztes Level. Aber das könnte auch hinkommen. Angeblich geht das ja irgendwie so 2,5 bis 3 Stunden. Und da ich ja super schlau bin, könnte ich es natürlich in 2,5 Stunden schaffen. Was ist. Wow. Okay, da müssen also Beine rein. Wie, Lunge, war die kaputt, was? Der Druck ist weg. Nein, bitte nicht. Okay, erstmal hier weiter gucken. Ich brauche irgendwas reinsetzen oder drüber legen. Da fehlt offenbar ein T-Stück. Immer direkt gucken, ob es noch weiter geht. Ah ja, ein Preis. Kopf ist kaputt eigentlich. Ich denke, nach einer Woche kommen wir nochmal zum Arzt. Das ist ja nicht normal. Oh. Also doch immer noch nicht so richtig fit wieder. Da hängt immer genäht.
Vielleicht sollten wir uns doch nicht mehr ein Gehirn teilen, Andi. Spielst du mit dem Controller? Ja, genau. Nur ein Kompass. Wochenende schreibt mich ja keiner krank. Das ist korrekt. Achso. Kompass, endlich weiß man, wo es lang geht. Ja. Ach, bin ich wieder im Zug. Rein. Igu, Igu. Vielleicht kann ich den ja hier bei dem Dings einsetzen. Mit diesem Magnetding. Ne, auch nicht. Was? Frech. Igu, Igu, ja. Ich hör's doch so gerne. Ja, muss ja hier noch irgendwas sein. Ach, aber hier geht's auch schon direkt wieder nach oben, noch weiter. Kann ich das irgendwie... zumachen. Ne? Ach, das ist einfach nur ein normales Gitter. Dann gehe ich da drüber. Ach nee, dann geht ja gar nicht. Du Eckart, der geht ja gar nicht. So, mach das wieder offen. Ach, hier kann ich auch noch weiter. Ja, nee, dann nicht. Sagen, das erinnert mich ein bisschen an Little Nightmares. So vom Gefühl her und so. Doch mehr Sprung. Also, dass man so komischen Gestalten ausweichen muss und die ganze Optik und alles natürlich auch. Programmierer wäre Tim Burton-Fan. Ja, stimmt. Seltsamer Schlüssel. Verwenden. Nope.
Wieso ist denn der mal auf der Seite? Ein Nebelhorn, ja. Töre. Oh, da muss ich auch noch woanders reinfahren. Wie ein brünstiger Elefant. Sag mal, Möpper, hat dein Pixel eigentlich einen NFC Quick Setting Button? Ein was? So, ich kann die einzelnen Ebenen verschieben. Ah. Ich weiß nicht, was das jetzt alles hier heißen soll. Also ich weiß nicht, auf was ich den einstellen muss, meine ich. Haben wir da irgendwie einen Hint oder so schon bekommen? Ach, doch, klar. Die muss den zum T machen, damit der in dieses eine Schloss reinpasst. So. Ach, dein Pixel 6 ist da wahrscheinlich jetzt, ne? Deswegen, ah, ja. Danke, Krabbe. So. Easy. Ich ihn da rausnehme, geht alles wieder zu, ne? Okay. Hast du den in der Hosentasche? Ja. Das wüsstest du wohl gerne, ja? Vielleicht habe ich mich aber auch nur gefreut, dich zu sehen.
Boah, jetzt muss ich hier echt das Pferd von hinten aufzäumen. Wo ist denn überhaupt hier die? Achso. Ist ja doch gar nicht so schlimm. So, der einzige, der passt, genau. So. Muss der hier auf jeden Fall unten rein? Ja. Ach, da können aber beide rein. Ah. Oh, ist ja fies. Schon nett. Also. Viele coole Rätsel, finde ich. Ach, da haben wir das erste Bein. Du musst ein Bein sein in dieser Welt. Ein Bein sein. Boah, lass aber mal laufen. Ne? Hier direkt einbauen, wobei mir das auch gar nichts bringt, außer verschwendeter Lebenszeit. So. Ach, geil. Wie cool. Ach, ich muss alle Magneten nacheinander anhaben. Ah. Das ist ja Next Level Kram hier. Schon cool. Ach, ich kann nicht horchen in diesen Schalter. Was macht der? Ah, okay. Upsala. War das aber vorher auch schon nicht sehr sicher. Ja, warum sollte ich hier zumachen können? Bringt mir doch nichts. Naja. So, wo kam ich noch nicht weiter? Ach, da hinten bei dem anderen Dingsi, ne? Wo war das denn? Nee, hierzu konnte ich den Schlüssel umstellen. Hm.
Oder war hier auch noch so ein... Wechseldings am Ende des Ganges? Wie komme ich denn wieder dahin, wo der Dings vorhin auch war? Und wo ich den seltsamen Schlüssel geklaut habe. Ja! War gut, eigentlich ist ja egal. Och nein, ist doch nicht. Muss ich ja super lange warten. Wobei. Muss ich gar nicht. Könnte ich hier noch irgendwo anders lang? Genau hier war das, ja. So. Ach du liebe Güte. Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, Sarix. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht es dir? Hattest du eine angenehme Woche? Na, so. Nee, hä, warum passt das denn nicht? Ah, da oben geht er. Heute könnte nochmal stressig werden. Oh, das ist schlecht so kurz vorm Wochenende. Aber ich drücke dir einfach die Daumen, dass es nicht so schlimm wird. Ach, jetzt brauche ich doch den Schlüssel nochmal. Aber der hat die beiden Äumel links und rechts. Okay. Thank you.
ist auch kein Spiel, glaube ich, was man zwischendurch pausieren darf. Weil hier gibt es einfach keine Karte. Und man das dann nicht im Kopf hat. Wobei, man kann ja zwischen Leveln pausieren. Aber andererseits geht es ja auch irgendwie nur 3 Stunden oder so. Was ist WTF? Guten Morgen, Shirley. Hi. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Und viel Spaß bei der Arbeit. Viel Erfolg. So, das klingt nach einem realistischeren. Was das ist? Das ist ein Trompetenkopf. Das sieht man doch wohl. Oder Posaune? Ich weiß es nicht. So, jetzt hier wieder hoch. Tuba würde ich sagen. Ah ja, oder sowas. Auch vom Klang her. Oder kennt sich jemand aus? Wie soll ich denn da... Nein! Ich will nur rausziehen. Jetzt muss ich da auch noch hochkommen irgendwie. Ein Blaskopf. Ja, Ach, hier ist der. Ja, den level ich aber gar nicht hin. Ach was. Oder will ich das doch? Geheimes Objekt. Ach du liebe Güte. Heute kein Telefon, das ist schon mal exquisit. Dark besitze ich auch schon, aber bisher nicht gespielt. Es kommt drauf an, was du erwartest. Also wenn du ein Horrorspiel erwartest, ist das hier die falsche Adresse. Es ist eher ein Rätselspiel. Die Rätsel sind auch ziemlich cool, finde ich. Aber, also es hat auch, für mich hat es genau die richtige Menge an Grusel. Meistens nicht. Und es ist eher so, dass Sachen sehr seltsam sind und deswegen unangenehm. So wie dieser Tuba-Kopf eben. Aber es ist eigentlich eine coole Atmosphäre. Und es gibt halt praktisch keine Story. Was ich so aus den Werbetexten rausgelesen habe, ist, dass wir wohl immer uns in einer Traumwelt befinden. Aber wissen, dass wir träumen und deswegen halt die Regeln der Physik außer Kraft setzen können. Wodurch wir halt zum Beispiel hier an der Wand langlaufen können. Und solche Späße. Ne, so weit zurück kann ich ja nicht müssen. Aber es ist wohl auch relativ kurz. Ich glaube, ich bin schon im letzten Level. Also irgendwie knapp 3 Stunden soll das, glaube ich, gehen. Von daher... finde ich es eigentlich ganz cool. Ich mag ja Rätsel und Horror eher nicht so. Hä, aber wie soll ich denn da durchkommen? Bist du immer noch nicht fertig? Nein, ich bin aber im letzten Level. Ich bin fast da. Aber natürlich stelle ich mich jetzt gerade doof an, wo du wieder da bist. Hier doch irgendwie komplett auf der anderen Seite einmal langlaufen.
hier schon an der Decke bin? Nee, ne? Verständlich, ja. Also ich muss den Firedriller ja auch bei Laune halten. Das geht am besten, wenn ich mich ärgere. Einfach ein sogenanntes Nullsummenspiel, oder? Nee, kann ich aber auch nicht weiter. Also der Schlüssel, der passt ja schon. Den jetzt nochmal umbauen wäre ja Quatsch. Achso, der steckt auch sowieso da drin. Dann kann ich mich ja packen lassen. Na, bei. Oha. Ach nein, starte ich ja wieder rechts. Ach. Das ist so ätzend. Vielleicht bin ich auch mehr Parasitenzehre von deinem Leid. Tja. Also irgendwie muss ich da oben an die Decke kommen. Mann, oh. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt kurz vorm Ende nochmal zu doof bin. Ist klar, ich war die ganze Zeit zu doof, aber... So, ne, hier kann ich ja nur... Ne, noch weiter zurück geht hier auch nicht. Hier ist nur der Eumel drin. Naja. So. Kann ich... Ne, kann ich auch nur die Dinger drauf drehen, wo ich nicht selber drin stecke. Aber da oben ist auch so ein Loch in der Decke, ne? Ja, wie komme ich da hoch? Habe ich noch irgendwas? Nee. Smart. Hallo. Dankeschön. Ist schon cool. Also eigentlich gefällt es mir richtig gut. Die Rätsel sind schon cool. Wie ich vielleicht schon öfters gesagt habe. Und wow. Der Horroranteil ist für mich auch genau der richtige. Oh, eben saß da doch noch jemand in dem Stuhl drin, oder? So, bitte einmal trampeln. Funktioniert so übrigens nicht. Weil die beim Hochgehen ja keinen Widerstand haben. Aber was weiß ich schon. Aber ist auch eine Traumwelt, warum sollte es da nicht funktionieren? Oh ja. Yeah. Müssen wir schnell genug treten, dann geht das. Kapitel 7 freigeschaltet. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Ey, bei der schüttelt's mich echt, ey. Vielleicht haben die unsichtbare Rennradschuhe mit Klick an. Oh, das kann sein.
oder sie haben richtig klebrige Haut. Okay, das war nicht so schlau. Stürzen lassen. Jau! Ah! Auf einmal ist eine Kante im Spiel, wo ich runterfallen kann und nicht an der Ecke lang gehe oder was. Oh. Egal. Kann nicht, wenn ich das hier eintrete. Kann ich dann noch weglaufen? Ja, okay. Uah. Oh nein, was seid ihr denn für Menschen? Warum ist denn hier alles? Warum will ich mich alles töten? Ich möchte das nicht. Kann ich einfach chillen? Nicht gruselig. Kein Stück. Ico, Ico. Traum wird halt überall Rampen. Also für die. Ja, stimmt. Jao! Leck mio grande, nein. Haut ab. Oh, oder? Ich bin doch bewusst, dass ich was sagen will. Ja. Och komm. Warum rennt er denn da rein? Muss ich da komplett rüber ganz schnell oder wie? Muss ich den Roll einfach. Genau. Hier einfach stellen. Oh. Jetzt kam sie aber von vorne, oder? War das gerade ein bisschen glitchy? Ne, da kann ich ja gar nicht. Nein. Hier kann ich jetzt wieder runter. So, nein! Ich möchte das nicht. Bitte stoppen Sie dies. Schon cool.
sind. Hallo Nuschi, guten Morgen. Oh, Slow-Mo. Uff. So zerbröckelt der Keks. Lauf doch weiter, ich hab doch die Lauftaste gedrückt, Mann. Die Lauftaste, Mann. Nein, oh, das ist schon cool, ja. Oh. Geh nicht in das Licht, okay. Schirmlampenherrschaft. Oder eine Herrschaftsschirmlampe? Das Rampenlicht. Sehr gut. Aber woher kommt der Begriff Rampenlicht wohl? Muss ja wirklich von irgendeiner Rampe sein, oder? Puh. So, haben wir's. GG, schönes Wochenende. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde es empfehlen, wenn man auf Rätsel steht und ein bisschen Horror ab kann. Also das war schon angenehmer Horror, wenn man das so sagen kann. Also angenehmer Grusel, so. Kein Horror, weil ich nicht Todesangst hatte oder so. Aber, oder mich zu Tode erschreckt habe. Es war schon okay. Und halt auch immer nur so stückweise. Und die Rätsel waren echt cool designt. Bis auf das eine, wo ich auf einmal die vierte Wand quasi durchbrechen musste. Also die wortwörtliche vierte Wand. Zum Tode erschreckt man sich meistens auch nur einmal. Das ist korrekt. Deswegen bin ich froh, dass mir das noch nicht passiert ist. Ja, nee, aber sonst. Achso, ich habe noch gar nicht meinen Knopf gedrückt. Hier gibt es das gerade gratis. Dark, ein schon cooles Spiel. Also, mir gefällt natürlich auch wieder, dass es jetzt irgendwie nur 3 Stunden gedauert hat. Ich bin ja Fan von kurzen Spielen, aber ich glaube, noch länger hätte das auch keinen Spaß gemacht. Ich hab's gemocht, fand ich cool. Und es hat auch eine gewisse Atmosphäre, sodass ich glaube, ich euch jetzt trotzdem noch empfehlen würde, es nochmal selber zu spielen. Selbst wenn ihr es jetzt schon zugeguckt habt. Wobei, vielleicht noch ein halbes Jahr warten, dass die Rätsel nicht mehr so präsent sind. Oder gucke ich immer einmal nicht hin? Ja, sorry. Was soll das auch? DLC. Ach, jetzt kann ich hier die Kapitel mal einzeln machen. Oh, das ist eine coole Levelauswahl. Das gefällt mir richtig gut. Ich bin erst, wenn der zugekommen, ich bin safe. Ja. Du hast natürlich die Story und wie das sich alles entwickelt hat, gar nicht mitbekommen. Aber ja, wie gesagt, storymäßig viel Interpretationsspielraum vermutlich. Also wie gesagt, auf der Webseite steht ja irgendwie, dass man in der Traumwelt ist. Und es, mir ist es ja auch immer völligst egal. In einem Rätselspiel brauche ich keine Geschichte, warum ich das mache. Das mache ich, weil ich Spaß dran habe. So kann ich den Fleets drängen, ihm am Salty werden zu gucken. Oh ja, das ist eine gute Idee. Jo, schaut mal rein. Ansonsten, ich glaube, das ist auch
Falls ihr es jetzt im Sale nicht, im Gratis-Dings oder bei Epic nicht haben wollt, warum auch immer. Bei Steam kostet das, glaube ich, auch nur 3-4 Euro oder so. Ich kann mal gerade bei, Is There Any Deal nachgucken. Dark. Jo, bei GOG gibt es aktuell für 5 Euro. Falls ihr nicht in den Epic Store wollt. Und bei Steam, oh, bei Steam kostet 16, wow. Da war es mal für 3 Euro zu haben, ja. Jo, aber das soll es für heute gewesen sein. Mal wieder zeitig, wobei meistens mache ich ja doch bis 9. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Macht heute nicht zu lange. Und dann sehen wir uns vielleicht am Sonntag. Da werde ich eine kleine Tour durch mein OBS und so weiter machen. Nachdem ich ja neulich erzählt habe, was ich so beim Stream gelernt habe und wie das für mich war, möchte ich mein Wissen natürlich nun weitervermitteln und euch alles zeigen, was ich mir über die Jahre angeeignet habe. Gibt es wieder einen kleinen Talk. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Link bitte. Achso, ja, genau, da gibt es natürlich auch wieder ein Slido für. Muss ich nur gerade den Link raussuchen. Genau, das wollte ich bei mir noch mit Ausrufezeichen Fragen einbauen. Gib mir eine Sekunde. Da ist er. Geil, alles. Ja, also ich werde eine Tour durch mein OBS machen und meine ganzen anderen Helferlein, die ich beim Stream so verwende. Hauptsächlich Software. Vorstellen, damit beim Stream selber alles flüssig läuft und ihr euch darauf konzentrieren könnt, was ihr zeigen wollt und nicht die ganze Zeit mit der Technik beschäftigt seid. Denn wie unprofessionell ist das denn bitte? Jo, und damit kommt gut ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen im Morgengrauen. Tschüss.